Hallihallöchen, Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft-Technik. Ich muss das Mikro nochmal eben ranhauen. So, ich habe hier oben mittlerweile umgebaut. Ihr seht schon, es sieht alles ein bisschen anders aus. Hier ist ein bisschen was weggewandert. Und das hier ist mittlerweile großteils fertig, würde ich sagen. Und ich muss sagen, ich finde, es sieht sehr cool aus. Ich habe mir hier noch den Quasar, wie auch immer, den hellen Stein auf jeden Fall geholt. Und hier dürften da noch welche. Irgendwo fliegen hier noch welche davon rum. Ich weiß nur nicht mehr wo. Doch, da. Genau, den Quarried Stone. Den Fitted Quarried Stone. Also diverse andere Dinge hier. Warum habe ich das eigentlich damit reingetan? Das sollte eigentlich damit rein. Ich war nämlich auch noch ein bisschen unter Suche für hier Wind hier im Dust und habe da auch die Schieberit gefunden. Das heißt, da kann ich prinzipiell auch bald mehr machen. Aber erstmal geht's jetzt einen Tacken weiter mit Thorncraft. Hier soll der Infusion-Altar rein. Hier habe ich prinzipiell erstmal den schon mal aufgebaut. Ich muss mal sehen, wie genau ich das hier rum anordne. Das ist hier Zeug, was wir dafür brauchen. Und hier unten ist jetzt mein Research Table hingekommen. Ich überlege, was ich da noch hinmache. Ob ich da vielleicht den Infusion, den Ofen dann hinbaue oder so. Hier, wie gesagt, hier steht der. Ich habe hier da Crystal Clusters gepackt. Denn ich habe mich ein bisschen informiert, wie man Aspekte wieder reinbekommen kann. Und die sollen wohl einen passiven Bonus geben. Das ist das, was hier leuchtet. Und dann kann mit der Zeit diese Dinge quasi sich automatisch nachgenerieren. Die Basisaspekte aus der Basis kann man ja alle nachgenerieren. Ich konnte jetzt bisher noch nicht beobachten, dass es passiert ist. Aber ich werde es halt irgendwann mal auf jeden Fall laufen lassen und gucken, ob es passiert. Deswegen habe ich hier auch einen Chunkloader mit stehen. Und ich habe jetzt auch herausgefunden und einen Weg gefunden, wie ich die Research Nodes durchbekomme. Denn Dartcraft habe ich jetzt geupdatet wieder. Und der hat einen Weg eingebaut, mit dem ich quasi Research Nodes resetten kann. Ach, das ist auch kein Bildes. Als erstes möchte ich die Construction Table gerne fertig bekommen. Da schauen wir mal rein. Das ist Brains haben wir da drin. Fabrico und was wird da noch sein? Und Entropie. Und wir kommen halt hier ja nicht durch. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie das aussieht. Brains, Fabrico, Entropie. Ich hoffe, wir können mir das merken. Denn jetzt sieht das halt wieder anders aus und das könnte klappen. Brains, Fabrico und Entropie. Bitte einmal rein. So, du kannst hier auf jeden Fall schon mal weiter. Und da bist du wieder aus. Das ist jetzt wenig überraschend, aber dann können wir den schon mal anmachen und dann unten nehmen. Dennis, ist so, es gibt, habe ich gesehen, Research-Sachen, die sind halt einfach nicht schaffbar. Also das ist auch mit voller Absicht so. Da muss man, dass man halt quasi weiter suchen muss, bis man die Formel nochmal irgendwo herbekommt. Und sich die entsprechend da reinstecken oder knien muss. Das ist, finde ich, interessant. Aber anfangs auch sehr mies, weil man halt das, wenn man das noch nicht weiß, sitzt man da halt und fragt sich die ganze Zeit, WTF, warum geht das hier alles nicht? Ja, jetzt weiß ich warum. Weil es nicht gehen soll. Warte mal, was ist denn jetzt noch? Brains dürfte nicht aktiv sein. Genau, und du musst da wieder hin. Und dann haben wir jetzt den Deconstruction Table. Und den möchte ich auch gerne bauen. Ein paar andere Sachen habe ich auch noch fertig bekommen, wie das Gunpowder zum Beispiel. Schauen wir mal hier. Wir brauchen eine Spitzhacke, einen Thermometer, ein Table, Gold Eggs und das ist Entropie. Ich nenne es auch weiter Entropie, auch wenn es Petitio heißt. Da, der soll uns halt auch solche Dinge zugegeben. Und okay, also der ist noch recht einfach zu machen scheinbar. Die Beschreibung werden wir gleich praktisch ausprobieren. Wir brauchen einen Tisch, den habe ich einfach noch, ein Thermometer und Goldwerkzeug, Axt und Spitzhacke. Das heißt, ich muss ein neues Thermometer machen. Und da haben wir noch den Table. So, jetzt ist die Frage. Stehst du hier mit drin? Ja. Grün, gelb, schwarz. Gelb, schwarz. Blau, rot, weiß. Rot, weiß. So. Und wir brauchen ein paar Tools. So. So. Ich würde eigentlich auch gerne mal gerade mal ausprobieren wollen, ob ich den eigentlich zusammensetzen könnte. Nein. Ob ich den da oben wohl zusammensetzen kann, das will ich einfach mal probieren. Aus Neugier.
Ich habe den noch hier. Machen wir erstmal. Ich glaube, so rum. Muss sein. Die Construction Table. Sehr schön. Unseren Pet, die Tür haben wir wieder komplett aufgebraucht, aber hatten wir das nicht hier oben? Nein, hier hatten wir andere. Da helfen wir das nicht weiter. Schade. Upp. So, ich wollte jetzt mal schauen, ob ich hier. Ja, braucht von allen etwas. Das fehlt uns, das fehlt uns, das hat wir. Wir gehen mal eben. Also lass das mal drin liegen und lass noch ein bisschen laufen, denn wahrscheinlich. Ich habe kürzlich die Knoten unten noch leer geräumt. Dementsprechend sind die wahrscheinlich noch nicht wieder voll. So, der Deconstruction Table kommt dorthin. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Cobblestone. Da können wir zur Not hier runter. Das ist der einfach. Wobei ich würde vielleicht lieber doch andere Sachen nehmen. Etwas, was Luftaspekte da drin hat und in großen Massen verfügbar ist. Wir gehen mal eben hier hinten schauen, ob da was dabei ist, wo ich sage, das wäre gut dafür. Und wir lassen das auch mal wieder weiterlaufen währenddessen. Ah, oh, hier ist schon wieder alles voll. Das ist so schlimm. Du kommst da raus. Ich packe mir mal nach da oben. Das wollte ich übrigens nicht. Das ist total ätzend. Oho, Infinity Orb, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Vielleicht, hier, Golem. Und ich glaube, ich nehme euch einfach mal da hinten mit rein. Da ist ja noch so ein Bag. Das können wir auch mal mitnehmen. Noch ein Safari, eine Single Use, das lassen wir da erstmal drin. Da habe ich auch schon welche von gefunden. So, jetzt wollte ich gerne. Wovon haben wir richtig viel? Gunpowder wäre wahrscheinlich für Feuer. Wir könnten hier eigentlich mal eben kurz schauen, ob ich die irgendwie analysieren kann. Nee, haben leider nichts. Schade. Was habt ihr denn so? Motus und. Was hättet ihr? Die. Ich habe jetzt natürlich nicht die Übersicht da, was da überall jeweils drin ist. Was? Nee, die wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte davon welche noch. Da ist Census drin, da ist Census dürfte. Ah, das ist interessant. Ich glaube, wir nehmen euch dafür. Erst einmal. Weil bei Census ist auf jeden Fall AR mit drin und das kann ich garantiert gebrauchen. Und je mehr drin ist, und je mehr drin ist, umso besser und effektiver arbeitet das Ganze. Oh, da ist ein roter Block mit drin. Ich muss irgendwann den Hochweg hier dann auch mal fertig bauen. Oh, ja, ich muss mir noch überlegen, wo der. Was Magica-Bereich denn hin soll oder ob ich dafür was ganz neu anfange, das hatte ich auch schon überlegt, weil es hier doch jetzt recht voll ist. So, man sieht jetzt, das läuft durch. Und es hat jetzt eine Chance, dass da gleich ein Aspekt rauskommt, der daran beteiligt ist. Dessen kann ich hier mal euch wegräumen und euch wegräumen. Was kann so ein Infinity Orb eigentlich? Das sah nämlich recht mächtig aus. Sagt er mir nicht, schade. Verrät die Sau mir einfach nicht. Zäh. So, jetzt sehen wir, hier ist ein Petitur rausgekommen. Wenn wir jetzt anklicken, ist das quasi für uns hier mit drin. Dann haben wir hier wieder 77. Jetzt ist ein Ordo rausgekommen. Man muss das halt selber immer anklicken, aber es sieht, man sieht, das liegt oben drauf, sieht cool aus. Ich würde mich interessieren, dass wenn es fertig ist, ob das dann, wie das dann aussieht. Ah, das dreht sich dann auch sehr cool. Und Wasser ist auch noch gut. Also die Augen scheinen wirklich praktisch zu sein. Hm, was haben wir hier denn noch? Goggles of Revealing. Die will ich jetzt auch endlich haben. Und bei denen hätten wir auch schon probiert. Was war das? Aurum habe ich wieder eins. Hm, was war denn da drin? Senses. Kann ich mal zu einem kleinen Trick greifen? Es gibt nämlich in der FTB-Wiki mittlerweile einen Beitrag darüber, was denn so alles wo zu erforschen ist. Und da bin ich jetzt einfach mal ganz frech, hole mein Handy raus und gucke das Ganze nach. Bei den Goggles of Revealing. Das macht das Leben dann nämlich etwas leichter. Wenn ich den auf die Schnelle finde. Ich hoffe, die sind schon drin.
Zu welchem Bereich gehören die denn? Müssen wir mal kurz nachgucken. Wahrscheinlich zu Artefakte, oder? Ja. Zu Artefakte. Ich bin bei Chemie, wir spielen also noch nicht weiter. Ich hoffe, Artefakte ist das schon. Ja. Meter, Item Grade, Table, Arcane Rook Table, Research Table, Arcane Storm. Alles, Arcane Rook Table. Goggles of Revealing. Auram und Senses sind drin, sehr schön. Das heißt, wir wissen auch, welcher das ist. Werden aber noch mehr vom Auram brauchen, das können wir uns machen. Das besteht aus Magie und Luft. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir das hier drin schon hin? Ja, ich denke. So, und einmal wieder aktivieren. Ah, das ist ein Problem dort. Der muss quasi... Weiter, warum geht das denn hier jetzt nicht runter? Hallo? Ach, weil das der Startpunkt ist. Aha. Interessant. Dann holen wir uns das mal hier hin. Und versuchen hier mal möglichst... Oder wir müssen nicht zwangsweise irgendwie so rum... Und den da irgendwo, damit die sich nicht alle verbinden können. Und dann haben wir Goggles of Revealing. Ja, tschakalaka. Endlich. Und dahinter kommt der Arcane Orden. Ja, das brauchen wir vielleicht nicht dringend. Wir brauchen hier noch ein Thermometer. Ja, weil ich davon ja auch noch nicht schon so viele gemacht habe. Leder, Gold. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Gold, denn das haben wir gerade aufgebraucht. Können auch schon ein bisschen Leder holen und können mal unten nach Auflademöglichkeit für den Stab suchen. Jetzt also gucken, wie weit die schon wieder voll sind. Eigentlich könnte ich mich, wobei die laden eigentlich recht gut auf in letzter Zeit. Hier, die Bäume sind auch schon wieder gewachsen. Da wollte ich einfach mal nochmal einen Test machen. Von der Testwelt habe ich noch nicht so gekommen, ob die Knoten generieren, weil es steht ja in der Beschreibung drin, sie generieren Knoten. Bisher habe ich davon aber noch nichts gesehen, deswegen musste ich mich da einfach mal hinstellen. Einfach mal ein paar durchhauen und schauen, wie das aussieht, ob da irgendwo ein Knoten auftaucht. Wie gesagt, das werde ich mal testen. Erstmal möchte ich jetzt eigentlich den besseren Stab haben und die Goggles of Revealing. Dann muss ich nicht mal das Thermometer hier rumtragen, sondern kann halt einfach die Goggles so benutzen. Ich sollte mir vielleicht trotzdem das Thermometer behalten. Fällt mir dabei mal so auf, vom Gedankengang her. Ja, du bist noch voll. Oh Gott, hier leckt das hier unten gerade. Schauen wir doch mal. Da können wir gut was aufladen. So, ich sollte dich dabei weglegen, sonst verwechsel ich dich immer. Hat auch noch nichts kaputt gemacht, sehr schön. Irgendwann stelle ich mir hin und lasse hier einen Turtle rumlaufen und mache einfach eine große Fläche fertig, damit ich hier in Ruhe laufen kann. Ich nehme einfach hier so, arbeite das ab. Feuer. Ja, das heißt, irgendein Aspekt ist mir verloren gegangen. Verdammt! Das ist nicht gut. Das heißt, mir fehlt so gesehen wieder ein Knoten. Das heißt, ich muss mal oben meinen Knoten irgendwie ein bisschen gucken, ob ich den nicht vielleicht austausche. Also, mir fehlt halt ein Knoten für Perditio. Das war wahrscheinlich in irgendeinem der Knoten unten drin. Aber die Aspekte können ja prinzipiell draus kaputt gehen. Und wir sind noch nicht so weit, was Note-Tapping angeht, dass wir das absichern können. Da fehlt mir noch ein Tacken der Forschung und wir brauchen das jetzt. Und soweit ich weiß, geht das auf ich nur über die Knoten. Man kann sich nicht hinstellen und vielleicht Dinge verschmelzen irgendwo und dadurch dann die Sachen aufladen, sondern es geht wirklich nur und ausschließlich über die Knoten. Und bei denen kann man sonst auch, soweit ich weiß, nicht nachhelfen. Ich weiß nicht, ob die Crystal Cluster vielleicht ein bisschen was machen würden, aber ansonsten... Wir schauen jetzt doch mal, machen wir einfach mal den Live-Test. Dann holen wir uns hier mal die Force Mitts, die Axt. Holen uns hier den Setzling. Und hauen das Holz weg.
So. Da ist lustigerweise auch so ein Schad rausgekommen, aber hier ist kein Knoten aufgetaucht, wie man sieht. Wir haben jetzt hier diverse Shards bekommen, wobei ich noch nicht, ich weiß, was ich mit denen machen kann. Ah, den kannte ich schon, aha. Die kenne ich scheinbar alle schon, auch schade. Woher kenne ich die denn alle? Ich habe die doch noch nie untersucht. Setzen den auf jeden Fall wieder hin, aber das scheint sonst so weiter nicht zu funktionieren. Schade. Dann muss ich mal schauen. Die werden auf jeden Fall schon mal eingelagert. Da muss ich mir überlegen, was ich mit denen hinter machen kann. Wahrscheinlich geben sie erst einfach nur zum Aspekte geben da. Deswegen packen wir die mal hier mit rein. Und jetzt ist das ja, du hast kein Entropie, du hast Wasser und Feuer. Dann würde ich gerne einen anderen Knoten hier hinbekommen, der mir das Problem erstmal löst. Deswegen räumen wir das mal alles beiseite. Und wir gucken hier. Ah, ich bin nicht im Creative Mode, das ist das Problem. Da kriege ich nämlich Boni fürs Erforschen und das will ich eigentlich gar nicht. Feuer und Ordo hilft mir nicht weiter. Entropie und Feuer wäre damit drin, aber das hilft mir so gesehen auch nicht weiter. Außerdem war das, glaube ich, ein feindlicher Knoten. Das ist genau das, das wir brauchen. Das heißt, du kommst weg. Aber wahrscheinlich haben wir deswegen diese Dinger hier alle schon erforscht, weil wir die irgendwann mal im Creative im Inventar hatten, wegen dem Node zerstören. So. Wir haben hier jemanden mit Entropie und mit Wasser. Können dich wieder ausmachen. Nein, Highlight Tooltips wollte ich nicht. Wo wollte ich denn hin? Inventory Cheat Mode off, so. Und dann können wir hier nämlich wieder mit arbeiten. Ist jetzt natürlich leer, aber sorgt dafür, dass wir hier mal hingehen können. Wir machen es zuallererst mal den hier. Ich hier geblieben. Ich abhauen, haben da nämlich einen neuen Wand, der natürlich erstmal noch nichts drin hat. Da, stimmt, der sitzt jetzt ein Stück weiter auf der Seite. Und in den deutlich mehr reinpasst. Ich lasse das mal dann sicherheitshalber noch und nehme den auch schon mal mit. Habe jetzt natürlich die ganzen Sachen für die Goggles nicht bedacht. Die muss ich immer noch holen. Und an sich möchte ich eigentlich gerne erst ein bisschen daran, also am allerliebsten möchte ich zuerst die Knoten hochbekommen, einfach damit ich das habe. Was brauchte ich denn jetzt? Was brauchte ich denn jetzt? Ach ja, genau, Gold brauchte ich. Und Leder. Sagen wir, Leder waren wir nämlich auch schon richtig. So. Wollen wir gleich mal schauen, ob unser Kleiner noch ausreicht. Oder ob wir gleich irgendwann schon wieder ein bisschen Entropie da ist. Ha, ein Punkt Entropie ist da sogar schon wieder. Sehr schön. Hoppa. So, und wieder nachgucken. Grün, weiß, schwarz. Ich glaube, unten war es blau. So, zwei Stück davon. Das Rechtsklicken gerade hier drin klappt irgendwie nicht so vernünftig. Jetzt hat gleich ein kleinere Hitbox-Probleme oder sowas. Aber wir scheinen alles zu haben. Witzigerweise verbrauchen wir hiervon weniger als vom Rest. Aber wir haben es und kriegen dafür auch nochmal einen V-Discount. Und können jetzt, glaube ich, jetzt sagen, hier sehen wir jetzt standardmäßig nichts, aber wir sehen dafür die Knoten automatisch. Und wenn wir drüber gehen, sehen wir, was drin ist, was auch sehr geil ist. Dann brauche ich das Thermometer wirklich nur noch zum Untersuchen. Und mit allem anderen
Aha. Wie süß. Da scheint was drin zu sein. Sind wahrscheinlich. Oh, ich weiß warum. Upsala, das war vom Nighthorn machen. Habe ich hier gar nicht mehr dran gedacht, dass da noch Reste drin sein könnten. Warten wir mal eben kurz, bis es gleich wieder richtig blubbert. Hat sogar AR angesammelt. Fusch. Müsste mir jetzt theoretisch gesehen Nitor geben. Ja, hat aber das Problem, dass jetzt Taint frei wird. Und ich nicht ganz verstehe, aus welchem, nach welchem Kriterium. Blöcke, 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 Blöcke da. Der effektivste Weg, das loszuwerden. Da sind noch Reste drin. Was aber nicht so wild ist. Die verflüchtigen sich jetzt mit der Zeit. Das ist nicht die optimale Lösung, aber ist soweit okay. So. Dies hätten wir. Und ich habe sogar noch Zeit über. Was ist super. Was hatte ich hier denn noch? Kein Levitator wäre eigentlich auch ganz cool. Was hatten wir denn? AR und wahrscheinlich Motus. Eigentlich fehlt da auch noch irgendwas, oder? Das ist auch unter Artefakte, denke ich mal. Das heißt, ich kann mal fix wieder nachgucken, damit ich mich da nicht ewig tot suche. Ja, das ist sogar alles. Das heißt, es ist einfach nur schlecht ausgefallen. Wobei, nee, da stand noch was von Voluptatus. Ja. Interessant, das ist also das, was uns noch fehlte. Als Aspekt der Federaspekt. Halten wir da aus. Und den hier, wo ist das zweite davon? Da. Halt, das fehlt so. Also, das ist in dem Thread, den es da gibt beim FTP-Forum auch noch nicht perfekt. Da fehlt das zum Beispiel. Also, ich habe Volutatus da gesehen, aber Motus stand zum Beispiel nicht drin. Arcane Levitator. Da. Der ist auch sehr cool. Damit kann man sich halt hoch und runter bewegen. Und ich glaube, es gibt da sogar noch hinter ein bisschen bessere Form, was auch interessant wäre, ob wir jetzt den hier nicht langsamer bauen wollen. Den würde ich nämlich, wie gesagt, hier hinbauen, einfach nur, weil ich es kann. Auch wenn der prinzipiell ohne einen Knoten sehr langsam ist, sodass ich mir da einfach mal einen Knoten nebenpacken muss. Wir brauchen dann aber in ihm hier Erde als Aspekt und, was war es, Feuer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal runter gucken, was wir dann Erdaspekt zusammenkommen. Wie gesagt, 50 Punkte brauchen wir. Da ist das mittlerweile, die passen hier rein. Und wir kriegen sogar einen kleinen Discount sogar noch. Nett. Es gibt hinterher auch noch bessere Fuchtel, Stäbe. Den Silverwood, der soll, geht, glaube ich, bis 75 oder bis 100. Und es soll auch mit der Zeit noch bessere reinkommen. Und es lohnt sich auch hinter die Thormium Caps zu machen. Die hier waren. Irgendwann werde ich mir so mit dem und Silverwood zusammen mal einen machen, also machen wollen. Da vorne ist noch ein Knoten, sehe ich gerade. Man sieht dann sogar darüber, wie viel drin ist. Sehr schön. Da habe ich ihn gesehen, dahinter. Da muss ich auf jeden Fall gleich irgendwann nochmal hin. Ich glaube, das werden wir jetzt erstmal machen. Hole ich mir gleich noch Bricks und hole mir da die Sachen ab. Vor allen Dingen, weil wir hier von ihm noch mehr brauchen, um den Ofen zu machen. Aber da sah so aus, als hätte er einen grünlichen Schimmer, sprich das, was ich brauche, wäre mit drin. Und hier haben wir Ordo noch zu bekommen. Machen wir uns da heute mal noch dran. Um zu sehen, dass ich hier nicht runterfalle. Aber da sind die Goggles doch schon praktisch, allein schon, weil man halt nicht immer das Thermometer irgendwo hochhalten muss, um was zu sehen. Also die wirken da schon Wunder. Aber leider gibt halt der
Baum dort keine Knoten. Und falls irgendjemand von euch das besser weiß, berichtigt mich gerne, wie genau das funktioniert. Ich habe den so verstanden im Text beim Silverwood Tree. Haben wir den denn da oben? Form with an, ja, also zum einen, dass ich, was hier jetzt interessant ist, dass die fürs Purifying, das könnte sein, dass daher die Essenzen kamen, dass die das aus der Luft gemacht haben. Und hier steht halt, dass sich halt häufig Knoten darin entwickeln. Habe ich jetzt Abwicklung und entwickelt gesagt, wie dass sich darin halt Knoten entwickeln können. Und in den früheren Versionen war es so, dass immer ein Knoten da drin entstanden ist. Und wenn man dadurch, dass man mehrere zusammengesetzt hat, das ganz effektiv kombinieren konnte. Und jetzt ist bisher kein Knoten dadurch entstanden. Und ich konnte halt noch keinen Massentest machen. Werde ich aber sicherlich einfach mal, um festzustellen, ob es irgendwie einen Weg gibt, dass man das quasi hinbekommt, dass dadurch Knoten entstehen, dass man sich dadurch Knoten züchten kann. Weil wenn ja, würde ich ja das auch einfach erstmal oben machen. Dann würde ich mir die einfach immer wieder da wachsen lassen, bis ich einfach Knoten habe. So. Mal sehen, ob wir da irgendwie hinkommen. Nicht runterfallen hier. Dass die hier unten gespawnt werden, ist halt für mich unheimlich ätzend. Ich eigentlich gehofft, dass Thorncraft quasi in der Lage ist, da die Struktur der Welt zu erkennen und zu sagen, okay, wir generieren dementsprechend passend. Und packen die halt irgendwie oben rum hin, dass ich die halt irgendwie erreichen kann. Da hinten ist er noch, ist noch ein ganz schönes Stück von da aus, oder? Immer noch. Aber es könnte halt das Nötige... Es ist auf jeden Fall was mit Erde. Ja, ich glaube... Das ist auch schon ein kleines Stückchen wahrscheinlich zu weit. Ich melde hier wieder Doppelwege machen, einfach damit ich da ein bisschen sicherer laufen kann. Weil... Das ist doch schon ein bisschen so nah. Bin ich schon dran vorbei. Oh ja, massiv sogar. Massiv sogar. Ich muss sagen, sonst von meinem ersten Eindruck her, Thorncraft 4 bisher ziemlich geil. Also es ist... Ich fand ja Thorncraft 2 schon super. Thorncraft 3 hat das nochmal viel besser gemacht. Und Thorncraft hier setzt er nochmal einen drauf. Vor allen Dingen dadurch, dass ich finde ich, dass man jetzt die Aspekte hat und das Forschen. Es gibt einige, die darüber sehr stark meckern und sagen so, ja, das ist total unbrauchbar und macht alles kaputt. Ich persönlich finde das großartig. Weil es halt einfach, also das Research selbst durch dieses kleine Minispiel halt spannender ist. Man sollte von sich aus eigentlich irgendwie eine Möglichkeit bekommen, den Zettel vielleicht resetten zu können, das vermisse ich noch ein bisschen, dass ich dafür Starcraft nutzen muss. Oder man sollte halt früher erfahren, dass das passieren kann, dass im Endeffekt ein Research Node nicht lösbar ist. Weil ich halt prinzipiell dann gedacht, also ich weiß nicht, ich habe mich gar nicht so genau darüber nachgedacht, aber ich habe halt gedacht, so, okay, da geht's so nicht, also muss ich irgendwann nochmal irgendwas herausfinden, um zu erfahren, wie ich den dann lösen kann. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass der vielleicht einfach nicht lösbar ist. Ja, und den hatten wir scheinbar schon mal analysiert. Als wir irgendwann mal hier unten, ich glaube, das war ganz am Anfang, als wir zum Testzweck hier rumgeflogen waren. Und damit haben wir fast genug Erde zusammen. Würde ich sagen, machen wir heute erstmal Schluss. Werde bis zum nächsten Mal noch ein kleines bisschen sammeln, den Ofen vorbereiten und dann können wir uns da morgen dran setzen. Bis dann, Leute. Macht's gut.